Herzlich willkommen zur sechsten Folge Medieval Dynasty. Viel Spaß. Jo, bevor wir jetzt irgendwas machen, hole ich mir erstmal ein Fleisch mit Soße rein. So, wunderbar. Und jetzt gehen wir erstmal raus. Wir haben jetzt gerade Herbst haben wir gerade. Okay, Leute, wir haben bald wieder Winter. Und wir haben jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, zwei Siedler bei uns im Dorf mittlerweile. Wir können mal eben gucken. Hier haben wir einen Siedler und hier haben wir einen Siedler. Beide sind quasi mit Jagen beschäftigt. Ich würde mal eben gucken, ob wir mit der Dame reden können. Das probieren wir gleich mal aus. Hier haben wir gerade ein Reh. Ich habe aber nichts zum Jagen dabei. Ach ja, genau. Wisst ihr, was wir als nächstes jetzt gleich machen, Leute? Ich werde versuchen, eine Schmiede zu bauen, damit wir endlich die Spitzhacke und so herstellen können. Und dann können wir endlich Steine und Eisen und alles abbauen. Hey, na, wie geht's dir? Okay, ich kann dir auf jeden Fall was sagen. Wir haben Zuneigung 12. Weißt du, auf meinem Weg hierher sah ich ein Beet mit wunderschönen Blumen und ich dachte sofort an dich. Ja, ich habe wieder das Zwiebelbeet gesehen. Okay, plus 5 Zuneigung wieder. Wunderbar. Wie schön das alles jetzt aussieht hier im Herbst. Wunderbar. So, du kannst weiter jagen gehen. Guck mal da vorne. Also wie gesagt, Leute, ich glaube, ich würde jetzt erstmal versuchen, die Schmiede zu bauen. Wir können ja mal eben gucken, wie können die schon bauen, oder? Technologie, Landwirtschaft, Crafting, Schmiede. Können wir die schon bauen? Oder brauchen wir brauchen noch ein paar Punkte? Nee, nee, wir haben 636 Punkte. Das müsste eigentlich klar gehen mit der Schmiede. Ach, guck mal hier. Wir können da eine eiserne Axt machen. Okay, das klingt alles sehr interessant. So, ich schau mal, ob ich die Schmiede schon auswählen kann. Weil manchmal ist das ja irgendwie ein bisschen buggy. Crafting. Schmiedeei. Oh, ich habe schon einen Schreck bekommen. Ich dachte, wir brauchen 5000 Punkte für Crafting, alle. Okay, Schmiede 1 brauchen wir 8 Rundholz. Das heißt, wir können die Schmiede bauen, Leute. Das würde ich jetzt sofort als erstes machen. Wir könnten natürlich auch erstmal die Holzfällerhütte bauen. Und einen von den zwei NPCs zum Holzhacken einstellen, sodass das erstmal automatisiert ist. Ich glaube, das wäre sogar eine ganz gute Idee. Vielleicht sollten wir das erstmal machen. Gebäude. Zu was würden das zählen? Landwirtschaft wahrscheinlich nicht. Ressourcen? Ja, Ressourcen wird das sein. Holzschuppen. Wir brauchen 6 Rundholz. Ich denke, der Holzschuppen ist auch schnell gebaut, Leute. Machen wir ungefähr. So hier gefällt mir. Damit ich mir das merken kann. Wir müssen einfach dem Fluss oder dem Weg folgen und vom Weg sehen wir sogar aus. Okay, dann passt das. So, ich will jetzt natürlich nicht ringsrum alle Bäume fällen. Shit. Ich stacke. Escape und Blockade lösen. Bei Stacken. Okay. Escape und Blockade lösen? Okay, krass, die haben sogar eine Anti-Stack-Funktion drin. Ja, hier ist gut. Hier machen wir. So, ich hätte es aber gern, dass es nicht ganz so hoch liegt. Machen wir hier hin. So. Hier ist ein ordentlich Baum ringsrum, das sieht gut aus. So, was brauchen wir denn jetzt? 8 Stroh. Das wird, glaube ich, ziemlich billig. Ich glaube, das wird schnell fertiggestellt. Ja, das ist ja super easy, das Gebäude. Wir müssen nur Stroh noch holen. Okay, mache ich schnell. Hier haben wir ja Stroh drin. Ich weiß ja nicht, ob ich es hätte ein bisschen näher ans Dorf ranbauen sollen. Da bin ich mir gerade unsicher. Machen wir mal so hier. Aber das Problem ist, das Dorf, das wird ja noch viel, viel größer. Also wir werden uns ja auch in diese Richtung weiter ausbreiten. Und in die Richtung. Darum dachte ich, ich baue das Holzfällerlager jetzt gleich irgendwo hin, wo. Dass wir es nicht gleich wieder versetzen müssen. Okay, und da fertigstellen. Also, Holzschuppen ist richtig einfach. Das ging richtig schnell. Gut, und jetzt Management. Und da würde ich wahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, was hier Holzfällen ist. Welches Symbol für Holzfällen steht. Das ist Craften. Das hier sieht aus wie eine Spitzhacke. Das könnte aber auch einfach nur Bergbau sein. Das Bergbauzeichen. Also ist nie, also ist der Typ hier richtig gut. Der hat eine 6. Holzschuppen. Arbeiter zuweisen.
Jetzt hat es funktioniert. Jo, gut, Leute. Nimo, wie auch immer der heißt, ist jetzt Holzfäller. Und der ist richtig gut im Holzfällen. Das muss also gut laufen, denke ich. Was? Fuck! Da hinten. Da hinten sind irgendwo Wölfe. Ja gut, Nemo, geh mal hier Bäume fällen. Ich geh mal ein Stück weg. Das wird ja automatisch in das Ressourcenlager hingetragen. Das muss ich nicht selber machen, glaube ich. Also wir haben jetzt hier 4 Rundholz drin. Ich glaube, wir hatten davor gar kein Rundholz drin. Wahrscheinlich funktioniert das aber schon. So, ich mache mal hier noch ein bisschen Ordnung eben. Aber wir können das ja mal beobachten. So, okay. Moment, ich wandle das mal noch eben um. Ah, nee, das Rundholz können wir jetzt sogar gleich gebrauchen für die Schmiede. Dann behalte ich das jetzt gleich mal. Ich mache die Schmiede hier hin. Man könnte theoretisch hier eine Hütte hinbauen. Hier ist auch voll schön. Vielleicht will ich hier wohnen. Würde die hier noch hinpassen? Leider nicht. An sich wäre hier ganz gut, glaube ich. So mit dem Kahn davor und so ist eigentlich ganz geil. Nice. Okay. So, was brauchen wir denn jetzt für die Schmiede? Die ist ja auch spottbillig, ey. Ja, also mit ein bisschen Glück haben wir jetzt hier Rundholz drin, weil Holzfällerlager haben wir ja jetzt einen NPC. Nice, Leute. Aber wie gut ist das, bitte? Die habe ich 100% nicht selber gesammelt und gefällt. Das hat der NPC gemacht. Krass, wieso brauchen die Gebäude so wenig Sachen, ey? Okay, 4 Rundholz brauchen wir noch. Mal sehen, ob unser NPC fleißig war. Öffnen. Ja, nur hin, 2 Rundholz. Ich sag mal so, ne? In ein paar Tagen haben wir da ein paar Dutzend Rundholz drin. Das ist richtig gut. Also gerade wenn wir jetzt hier viele Gebäude bauen. Richtig gut. Da muss ich nämlich dann selber kein Holz mehr fällen. Nice. Ich brauch dann nur noch Stöcke und Stroh. Ja, wobei später brauchen wir wahrscheinlich auch Steinhäuser und so, ne? Ich kipp hier fast aus dem Latschen. Moment. Schläft der? Ju, der ist in seinem Gebäude drin, ne? Guck mal hier. Die schlafen da. Wie gesagt, ich habe die einen Transponder ausgerüstet, unsere Siedler. Und die sind im Haus und schlafen. Deswegen kriegen wir gerade kein Holz. Oh nein, hier waren die Wölfe gewesen. Ich gehe schlafen. Also, Wölfe okay, kein Problem, mache ich platt. Aber im Dunkeln habe ich keinen Bock auf Wölfe. Zumindest jetzt noch nicht. Ich leg mich jetzt schlafen und dann ist Winter, Leute. Nach die. So. Oh nein! Wir hatten noch eine Quest gehabt, Leute. Behandlung von Pilzen. Ach stimmt, da war ja irgendjemand krank im Dorf oder so. Habe ich komplett vergessen, die Quest. Aber ich glaube, die hätte nur 2 Dynastiepunkte gebracht oder so. Mit sowas halten wir uns nicht auf. Hä? Kaum habe ich meine ersten Hütten und meine ersten Siedler schon abgehoben. So, aktivieren. Essen, also wir sind wieder satt und wir sind noch nicht mehr durstig. Im Neudeutsch nennt man das ja Sit, glaube ich, ne? Wenn man keinen Durst mehr hat. Sit. Sagt halt nur keiner. Ich hab das irgendwo mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, ob das im Duden steht, Sit. So, vielleicht mit Soße. Hauen wir mal so 30 Stück rein. Also, was Nahrung angeht und so, haben wir mittlerweile relativ guten Vorrat, ey. Sieht ganz solide aus, auf jeden Fall. So, geht's.
Bums. Okay, zwei Rundhölzer. Waschen? Nö, wir stinken fast gar nicht alle. Wir haben uns vorhin schon gewaschen. So einmal pro Monat reicht. So, was ein Timing. Genau wo der Holzhammer kaputt geht, ist die Schmiede fertig. Nice. So, hier ist die Truhe, hier ist die Schmiede. Da müssen wir die Sachen erstmal lernen wahrscheinlich. Hölzerne Werkzeuge, Steinwerkzeuge. Okay, wo sind die Spitzhacke? Die muss wahrscheinlich jetzt lernen gleich. Eisenwerkzeuge. Bauhammer aus Eisen. Okay, hierfür brauchen wir aber erstmal Eisen auf jeden Fall. Eiserne Axt. So, wir lernen jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Spitzhacke. Lernen. Sense. Lernen. Amboss. Eiserne Waffen. Ja, wenn, dann muss das ja hier dabei sein. Spitzhacke. Wir brauchen 4 Eisen für die Spitzhacke. Und ich gehe mal davon aus, für Eisen brauchen wir eine Spitzhacke. Armbrust. Also wir müssen sowieso einen Bogen herstellen für die eine Quest. Ich mach mal hier eben, dass die Hauptquest wieder getrackt wird. Wir müssen sowieso einen Bogen craften. Überleben, Bogen schießen. Langbogen, Bogen. Wir brauchen Leinenfaden. In der Scheune dreschen. Okay, das probieren wir gleich mal aus, Leute. Ich nehme mal das Flachs mit. Flachs dreschen, Samen säen und danach ernten. Kriegen wir dann auch Flachssamen, wenn wir das machen? Neustein. Mehl. Das ist nix. Drechboden. Flachsamen. Akzeptieren. Okay. Aus einem Flachs wird ein Leinsamen und ein Flachshalm. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit dem Leinsamen können wir jetzt Felder anlegen, wo Flachs wächst. Nice, das ist ja richtig cool. Grabungsschuppen halt. Ich glaube, dann werde ich dann im Dorf gleich mal... Ich glaube, dann kaufe ich mir jetzt gleich im Dorf mal noch ein bisschen von diesen Flachs, Leute. Da kaufen wir gleich noch ein bisschen was. Aus 10 Flachshalmen wird ein Leinenfaden? Oh. Okay. Nee, das passt, Leute. Wir brauchen jetzt nur noch Rundholz, dann können wir einen Bogen craften. Das war richtig, was ich gemacht habe, dass ich einen Leinenfaden gemacht habe aus dem Flachshalm. Es ist ein bisschen verwirrend gerade, entschuldigt. So, jetzt noch eine Werkzeuge. Bogen. Ab geht's, Leute. Nice. Nice, 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 nice. Mal sehen, was so ein Bogen wert ist. 100, okay. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, aber es ist ja auch nur ein normaler Bogen. Ein Stapel mit 50 Steinpfeilen. Dafür brauchen wir 50 Federn, 5 Steine und 10 Stöcke. Okay, ein Stapel mit 50 Steinpfeilen. Ab geht's. Muss ich ausrüsten oder was? Alles klar, okay. Gut, wir müssen dann gleich mal jagen gehen. Ich will unbedingt den Bogen ausprobieren. Ich würde mich aber nochmal schlafen legen. Das Problem ist, die pennen ja gerade alle. Da kann ich ja nicht mit denen reden. Und dann gehen wir ins Dorf und verkaufen das und dann gucken wir mal wegen Spitzhacke. Wie viele Bewohner ich habe? Mit mir 3. Uff. So, Bums. Johanniskraut würde ich gerne behalten. Zwiebeln. Jetzt haben wir 500 immerhin schon mal. Das reicht für eine Spitzhacke. Wenn wir eine Spitzhacke hätten, ne, Leute, dann könnten wir auch übelst easy ganz viele Steinmesser herstellen und die verkaufen. Ich glaube, das wäre super effektiv. Wir müssen jetzt mal die Händler abchecken. Gucken. Ganz im Süden. Ach du Scheiße, das ist weit weg. Aber gut, wir müssen ja sowieso jagen gehen. Ein Schwein, ne? Ich hab keine Ahnung, wie der Bogen jetzt schießt. Okay, dann vielleicht so. Wow.
Also so geil finde ich den Bogen gerade nicht, muss ich sagen. Was ist eure Meinung zu dem Bogen? Ich finde ihn gerade nicht so toll. Bison. Ich muss sogar zwei jagen. Okay. Moment. Da mache ich mir aber noch ein bisschen Munition. Fuck. Ah. Was sind die Rehe? Wo sind die Wölfe? Ich brauche unbedingt noch mehr Munition, Leute. Ich habe nur drei Speere, glaube ich. Kämpfen die gerade? Was sind denn die? Ah, da! Okay, einen habe ich. Der war nicht so schwer. Ich sollte ein bisschen weiter weggehen. Ich habe mega Schiss, dass jetzt hier noch mehr Wölfe kommen gleich. Okay, das war einfach. Gut. Ich glaube, das waren alle, oder? Okay, die Rehe können wir auch noch probieren, aber die treffe ich immer ganz, ganz schlecht. Okay. So, unser erstes Bison. Was geht? Ah! Ist noch einer, oder? Ich glaube, das ist ein Reh. Entschuldigung, Leute. Aber das war auch gerade echt fies, oder? Da links ist ein Wolf. Schade, da sind zwei Wölfe. Okay, den haben wir. So, wir brauchen noch 9 Rehe, einen Bison und einen Bär. Die 9 Rehe, vor denen habe ich am meisten Angst. Ganz ehrlich, Leute. Ich mach das mal ins Dorf, ey. Es war dunkel, das ist scheiße. Aber ich mach jetzt erstmal ins Dorf rein, oder? Puh, das einzige Problem ist, es kann sein, dass jetzt schon alle schlafen. Hm? Hier ist ein Händler. Irgendwo. Das sah aber gerade komisch aus, Helga, was du da gemacht hast. Jan, Helga? Hallo. So, das ist ein Händler. Eisenhacke, Eisenhammer, eiserne Axt, eiserne Schaufel, Spitzhacke. Da ist sie. Kaufe ich. Gut, Leute, wir haben hiermit offiziell eine Spitzhacke. Nice. Jetzt jagen wir das Bison. Bison ist richtig einfach. Bison ist wirklich richtig, richtig einfach. Moment, das nehme ich auch noch mit. So. Wow! Wow! Ich habe gerade alles getroppt. Okay, also wir haben einen Bogen. Kommt der denn plötzlich her? Ich habe nur noch einen Holzspeer, Leute. Oh.
Ich gönne mir erstmal ein bisschen breitblättrigen Wegerich. So. Hunger hab ich auch. Also der kam aus dem Nichts. Kommen denn die Tiere plötzlich alle her? Wo kommen sie denn alle her plötzlich? Nope. Wölfe auch da hinten? Nee, das ist ein Fuchs. So. Aber die bringen Pelz, das ist gut. Das hätte gerade echt in die Hose gehen können, ey, wo der plötzlich hinter uns hergerannt ist. Aber wirklich aus dem Nichts, Alter. Ich stinke. Yo, aber ey, du musst überlegen, was wir alles durchgemacht haben. Das ist unser Dorf, was wir da sehen. Guck mir die Häuser da, das sind unsere Häuser. Die habe ich gebaut. Mit meinen eigenen Händen habe ich die gebaut, die Häuser. Puh. So, wir sind wieder zu Hause. Erstmal eben gucken hier, wie es aussieht. 42 Rundholz haben wir mittlerweile. Nice. Aber wir haben nichts dafür gemacht. Also wir haben immerhin die Schmiede gebaut. Wir haben das Holzfällerlager gebaut. Und das läuft jetzt automatisch auch mit Holzabbau und so. Das ist nice. Also kriegen jetzt immer automatisch Baumstämme dazu. Und wir haben eine Spitzhacke bekommen. Und wir haben ganz viele Tiere erlegt. Aber wir müssen als nächstes noch einen Bär jagen. Ich glaube, der Bär wird das härteste. Da bin ich gespannt drauf. So, und dann bin ich sehr auf den Frühling gespannt. Beim Frühling will ich Flachs anbauen auf jeden Fall. Also Flachs für Burgen und so. Können wir dann nur was verkaufen, keine Ahnung. Noch mehr Zwiebeln auf jeden Fall. Und dann versuchen wir endlich mal die gute Dame klar zu machen. So, das ist vielleicht noch eine ganz gute Idee. So, also Leute, macht's gut.